Name ist Theresa Schöttle und ich unterrichte dieses Instrument. Ihr seht schon, es ist ziemlich klein, kompakt. Man kann es einfach so als Tasche mitnehmen oder auch in jeden Rucksack stecken. Wir schauen mal rein. Die Querflöte besteht aus drei Teilen. Dem Kopfstück, dem langen Mittelstück und dem Fußstück. Schon allein mit dem Kopfstück kann man Töne spielen, zum Beispiel so. Das klingt ziemlich lustig. Wenn man sie jetzt ganz zusammenbaut, wird sie ganz schön lang. Man kann alle Töne auf ihr spielen, ganz tiefe, dunkle und ganz hohe, helle Töne. Wenn du dich jetzt fragst, was muss ich denn können, um dieses Instrument zu lernen? Dann gibt es eigentlich zwei Dinge. Am Anfang muss man ein bisschen Geduld haben, bis hier der Ton entsteht, am Kopfstück. Manchmal klappt das sofort, manchmal dauert es ein bisschen. Dann geht es aber ganz leicht weiter, weil die Griffe sind ganz ähnlich und ganz einfach aufgebaut, wie bei diesem Instrument, der Blockflöte. Man kann zuerst die Blockflöte lernen, muss es aber nicht. Man kann auch gleich mit der Querflöte starten. Und so kann man meistens, wenn man im Herbst anfängt, an Weihnachten schon die ersten Weihnachtslieder spielen. Wenn man dann gut geübt hat, kann man in einem großen Sinfonieorchester spielen mit vielen Geigen und anderen Bläsern oder auch in einer Blaskapelle oder sogar in einer Big Band. Früher war es so, dass man erst mit der Querflöte anfangen konnte, wenn man schon in der 4. oder 5. Klasse war. Aber jetzt gibt es auch Kinderflöten, die sind dann so gebogen. Und dann kann man schon in der 2. Klasse oder sogar manchmal in der 1. Klasse damit anfangen. Wenn du jetzt noch mehr über die Querflöte wissen möchtest und noch mehr anhören möchtest, dann schau doch mal in unsere Aktion Lebensfreude. Da gibt es ein Video, die Folge 26. Da stellt mein Kollege Andreas Stadler die Querflöte noch genauer vor und spielt euch auch ganz interessante Sachen vor. Viel Spaß beim Anschauen und wenn dir die Querflöte dann auch so gut gefällt wie mir, dann melde dich gleich an und sichere dir einen Platz für September. Bis bald!